Hallihallo meine Pokéfreunde und Otakus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu den neuen Pokémon-Spielen für die Switch. Heute im Angebot haben wir mal wieder einige Leaks bekommen. Es kann durchaus sein, dass diese nicht richtig sind, also nehmt dieses Video nicht allzu ernst und kriegt es nicht in den falschen Hals. Es kann sich immer noch alles ändern, aber in den letzten Tagen hat sich ja einiges getan, zum Beispiel kamen sie mit Leaks, dass das Pokémon-Spiel so ähnlich sein soll wie Pokémon Go, dass man da die Pokébälle drauf schießen muss oder dass es ein Kanto-Remake ist, dass die Starter Pikachu und Evoli sein sollen und vieles mehr. Und jetzt haben wir neue Leaks bekommen, die mir durchaus besser gefallen, sodass es durchaus für mich schöner ist, ein Video drüber zu machen, weil diese Leaks deutlich schöner sozusagen sind und mir sehr zusagen. Also, lasst uns anfangen mit den guten Leaks. Also, in den letzten Tagen haben wir ja schon erfahren, dass die Pokémon-Spiele Let's Go Pikachu und Let's Go Eevee heißen sollen. Also, Evoli und Pikachu sind im Spotlight. Und dass Evoli der sozusagen Co-Maskottchen von Pikachu werden soll, weswegen es durchaus überall geboostet wird. Man kann sich Evoli-Plüschfiguren im Internet noch und nöcher kaufen oder alles Mögliche mit Evoli und Pikachu. Deswegen kann das schon wahrscheinlich so weit sein, dass das wirklich ein realer Titel ist, weil sie auch die Domains sich gesichert haben, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass die Spiele so heißen sollen. Ich dachte erst, na gut, das klingt ein bisschen wie, ja, das klingt wie Pokémon-Tastenabenteuer, das wie Kindergarten. Aber es kann vielleicht sein, mit den Leaks, wenn sich das bewahrheitet, dass das gar nicht so schlecht ist. Und zwar, was wir an neuen Leaks haben. Aua. Natürlich die Quelle, alles in den Kommentaren, dass ihr es nochmal in Ruhe nachlesen könnt. Wir haben erstmal den Leak bekommen, das Spiel soll in der Kanto-Region stattfinden. Und in dieser Region soll es eine riesige Katastrophe gegeben haben, sodass sich die Kanto-Region mit seiner vollen Pracht irgendwie aufgespaltet hat und in der Mitte sich eine Insel gebildet hat, die eine neue Region darstellt und trotzdem dann nicht zu Kanto gehört. Hier steht auch, naja, das scheint wahrscheinlich 100 Jahre in der Zukunft zu spielen, nach Pokémon Rot und Blau. Na gut, es kann nicht 100 Jahre danach spielen, weil wenn Rot und Blau wirklich dann Auftritt haben, die können nicht 110 Jahre alt sein oder so. Es ist auf jeden Fall hier auch bestätigt, dass es die 8. Generation ist, also kein Remake. Man kann zwar laut diesen Leaks in die anderen Generationen reisen, zumindest zwei davon, und zwar Kanto und Johto, aber es ist trotzdem eine neue Generation, heißt, es muss neue Pokémon geben, die einige Spannung offen halten. Hier steht auch, dass sehr viel Kanto in dem Spiel vertreten sein soll, aber auch deutlich unterschiedliches Kanto als das zu den alten Spielen. Und hier steht es nochmal, diese Tragödie, die sich da offen getan hat und das ganze Land in mehrere kleine Inseln gespaltet hat. Erinnert vielleicht so ein bisschen an Alola mit diesem ganzen Inselquatsch, aber hoffentlich keine Inselprüfung. Und dazu kommt es nämlich dann auch noch später. Hier steht auch, das wird eine neue große Insel geben in der Mitte der Region, soll ja eine neue einzelne Region bilden und sie ist größer als jegliche Insel in Alola. So ist es also eine neue Region. Wie die Region bisher heißt, ist noch nicht bekannt. Ich finde, das ist schon ziemlich cool, nur ich frage mich, wo sich dieses Kanto aufspalten soll, weil es ja an sich auch sehr, naja, allzu groß war das Land. Und es kann vielleicht auch nun sein, dass das weitaus größer ist, als man das bisher denkt, weil das Spiel einfach so alt war und deswegen relativ klein gewirkt hat und die Region eigentlich weitaus größer ist. Hier sieht man es auch nochmal, diese neue Region muss circa in der Mitte von Kanto sein, weil hier steht auch, dass Kanto die kleineren Inseln darstellt, die die große Region ummantelt sozusagen. Und diese große Region ist dann sozusagen, ja, das Hauptland oder die Hauptregion von dem ganzen Spiel, in welches das alles stattfinden wird. Was ich auch interessant finde, ist, dass Pokémon eine komplett andere Route mit diesen Spielen nimmt. Wie das nun verstanden werden soll, weiß ich noch nicht ganz. Sie haben hier ein neues Formular gebracht, was sie zu der Switch bringen. Da habe ich aber echt keinen Plan, was die damit meinen. Eine komplett andere Route oder Dimension, die sie da einschlagen. Ja, die Switch ist weitaus kräftiger als die ganzen Handheld-Systeme. Aber was ist da eine neue Route? Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Hier haben wir noch ein paar kleine nette Informationen. Zum Beispiel, es gibt viele neue Pokémon wegen der neuen Generation.
ein Haufen an neuen Entwicklungen und auch Vorentwicklungen, aber das kürzlich bekannte Gorochu ist nicht in diesen Entwicklungen oder Vorentwicklungen vorgekommen, also wird es unwahrscheinlich sein, dass wir noch auf den Genuss kommen, mal einen Gorochu zu haben. Aber Evoli soll eine neue Entwicklung bekommen, mindestens eine, weil es auch einen großen Bestandteil in dem neuen Film nimmt. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welchen Typ an Evoli ihr gerne in diesem Spiel sehen würdet. Bei mir ist es entweder Typ Drache oder Typ Flug. Das wäre richtig nice. Die Kampfmechaniken sind ungefähr dieselben und die Gerüchte, dass Pokémon Go darin integriert ist, ist zu weit hergeholt. Und das ist ein Punkt, der mir gut gefallen hat. Ich mag nicht immer 10.000 Pokébälle verschießen, um ein Pokémon zu fangen. Ich mag es nicht. Pokémon Go ist ein ganz in Ordnung, das Spiel ist in Ordnung, aber das jetzt auch noch in ein Hauptspiel reinzubringen, das geht nicht. Was sie mittlerweile gesagt haben, ist, dass man trotzdem, dass die Kamera dynamisch ist und die Pokémon nun in der Overworld dastehen und gefangen werden können. Das ist das, was die Leaks verraten und dass man auch Pokébälle auf die werfen kann und die Pokémon an sich schwieriger zu fangen sind und dadurch die Pokébälle günstiger werden. Das ist eine Mechanik, die ist ganz in Ordnung. Aber ich würde trotzdem sagen, man sollte nicht zu sehr abweichen und jetzt alles auf Pokémon Go machen. Das Spiel ist in Ordnung, aber so gut ist es nun nicht, dass jedes Hauptspiel Pokémon Go sein sollte. Pokémon Go, Diamant Pokémon Go, Evoli Pokémon Go, Pikachu, nein. Einfach nein. Und jetzt geht's auch eigentlich zu den neuen Leaks, die wir so davor noch nicht hatten. Und zwar, dass man seine Pokémon tauschen kann von Pokémon Go zu den Spielen. Dieses Gerücht oder dieser Leak ist nach wie vor geblieben, also es wird damit kompatibel sein. Das ist auch vollkommen in Ordnung, da sage ich wirklich nichts gegen. Aber wenn ihr mein Hauptspiel der Pokémon-Reihe, auf was ich jetzt hier Monate warte, mit diesem Pokémon Go verschandelt, dann komme ich zu euch. Und dann geht's ab. Was auch ein sehr interessanter Fact ist, dass da ein neues legendäres Pokémon sozusagen angelegt wurde. Ein Schlangen-Pokémon, was den Typen Gift tragen soll und was dafür für das ganze Desaster in der Kanto-Region verantwortlich ist. Holy moly, was soll die Schlange damit zu tun haben? Es ist ein Gift-Pokémon. Also nach diesen Leaks würde ich mir das Spiel 100% kaufen. Ich werde es mir sowieso kaufen, aber selbst nach den Leaks würde ich mir das schon kaufen. Ihr könnt es natürlich mal wieder mit euren geistigen Ergüssen mir nahelegen, was diese Schlange damit zu tun haben soll. Aber es ist auch sehr cool, weil man dann endlich mal ein legendäres Gift-Pokémon reingeworfen hat in die Geschichte. Ich zähle jetzt keine Ultra-Beasts mit. Das wäre schon ziemlich cool. Und Schlangen-Pokémon sind sowieso immer ziemlich fetzig. Ich erinnere an Vipitis und Arbok, sind sehr coole Pokémon, wenn auch sehr schwache. Aber die können ja auch eventuell Entwicklung bekommen. Wenn es schon eine legendäre Schlange gibt, vielleicht aber auch dann genau keine, weil es eben eine legendäre Schlange ist. Natürlich haben sie einige Fanservices wieder betrieben, was hier auch in den Leaks steht, sofern das Spiel genauso ist, wie die Leaks es jetzt beschreiben. Und zwar, die Pokémon folgen uns wieder. Game Freak hat es endlich verstanden, wie wichtig es uns ist, dass die Pokémon uns hinterherlaufen und das werden sie wieder tun. Das fände ich ziemlich cool. Weil Pokémon Heart Gold und Silber waren schon geile Spiele, dass man mit den Pokémon wenigstens quatschen konnte und einen näheren Bezug auf diese hatte. Ja. Was hier auch noch steht, ist, dass wir die Original 3 Starter von Kanto bekommen, weil es ist naheliegend, dass wir sozusagen wie in Kanto starten, vielleicht sogar in Alabastia, und die Starter Pokémon bekommen und dann in dieser Story, wenn wir die Starter bekommen, dieser krasse Shit passiert. Und das alles aufspaltet und wir dann sozusagen in diese neue Region reingeworfen werden. Was hier natürlich auch steht, auch wenn es Go, Pikachu und Evoli heißt, kriegen wir diese erst, also abhängig von der Version, geschenkt. Was das nun für einen Bezug haben soll, das muss ja irgendein Story-Bezug sein. Ansonsten könnte ich mir das nicht vorstellen, dass da irgendjemand rumsteht, ey yo, willst du ein Pikachu? Hier, gönn dir. Hier steht auch, was auch ziemlich cool klingt, ist, einige Ideen kamen in das Spiel durch Fans. Ja, was Fans wollen, ist meistens geil. Da muss ich schon mal uns ein Lob aussprechen. Die Ideen sind oftmals ziemlich cool, was man auch sieht in manchen Hacks oder so. Da ist echt Kreativität dabei, was vielleicht keinen von Game Freak mal einfällt. Oder man kann sich auch immer mal Inspirationen davon holen. Das finde ich schon ziemlich nice. Ein ebenfalls interessanter Punkt ist, dass das böse Team
also der Evil Team, wesentlich anders ist als die restlichen bösen Teams. Sie sind sehr passioniert, also äußerst leidenschaftlich für ihre Ziele, aber wir wissen leider momentan nicht, wie ihr Ziel nun aussieht oder wie sie nun heißen, aber ihr sozusagen ihr Thema oder ihre Basis ist Silber. Was soll das nun heißen? Es könnte zum einen heißen, dass es einfach nur die Farbe ist, dass sie eine silberne Farbe haben, also das Logo meinetwegen oder so, oder dass der Silber aus Pokémon Gold und Silber, dieser Rivale, ich glaube, da heißt er sogar Silber in den Mangas oder so, dass der dafür verantwortlich ist. Was auch interessant ist, ist, dass die Versionen ultra unterschiedlich sind wie damals zu Schwarz- und Weiß-Zeiten. Da hat sich ja einiges geändert. Die Städte waren anders, die Pokémon, die man fangen konnte, waren anders. Es war so viel einfach nur unterschiedlich, das war schon ziemlich geil. Was mich gestört hat, ist, wenn du nur ein Spiel hattest, dann hattest du so viel. Ich hab mich so gefühlt, als hätte ich sehr viel verpasst, wenn ich das eine nur gespielt habe. Hier ist nochmal was aufgegriffen von den anderen Leaks, die schon weitaus älter sind. Und zwar Plus und Minus waren originelle Ideen für die Spiele. Und das war dann der Auslöser, wofür die ganzen kleinen Inseln zustande kamen. Oder woher sie ihre Idee genommen haben. Was das nun für einen Zusammenhang hat, keine Ahnung. Aber es sollen sie machen. Jetzt habe ich einen Punkt, den ich selber nicht verstehe. Da könnt ihr mich auch gerne drüber aufklären. Und zwar, da ist nichts vorhanden an Ultra-Shinies. Also Leute, erklärt mich mal bitte auf. Was, bitteschön, ist ein Ultra-Shiny? Ich meine, es gibt normale Pokémon, es gibt Shiny-Pokémon. Aber was ist ein Ultra-Shiny? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Ist das nochmal ein Shiny-Pokémon? Ein Shiny eines Shinies? Oder ist das ein ultra krass verändertes Shiny? Komplett andere Farben? Na, sonst hat es ja auch andere Farben, die Pokémon. Oder ist das, keine Ahnung, ein Pokémon, was trotzdem anders aussieht wie die normalen Pokémon? Keine Ahnung, das Genesect 2 Kanonen auf dem Rücken hat? Oder was weiß ich? Was soll denn ein Ultra-Shiny sein? Klärt mich bitte auf. Nun kommen wir zu was Wichtigeren, und zwar storytechnisch ist es unglaublich und richtig geil, was dieser Leaker gehört hat. Das Pokémon-Spiel soll eins der emotionalsten Pokémon-Spiele der ganzen bisherigen Pokémon-Spiele sein. Mit einer Geschichte, die uns zum Heulen bringen soll. Tear you up! Bitte. Ich erinnere, wie man zu dem ersten Pokémon-Film schon geweint hat, als Ash verwandelt wurde. Da kann ich nun, das muss ich verraten, das habe ich nun auch gemacht. Aber ich hoffe wirklich, dass da wirklich eine emotionale Geschichte dazu kommt. Ich hoffe auch, dass der Anime emotional gut gestaltet ist und nicht wie Alola. Und das macht mich auf jeden Fall schon leicht glücklich. Diese Leaks machen mich glücklich, sofern sie stimmen. Sofern sie stimmen. Und hier sieht man auch, es gibt eine weitaus tiefere Meinung. Na gut, Meaning. Eine tiefere Bedeutung, eher gesagt, des bösen Teams und dessen Ziele in dem Spiel. Also es geht nicht um, wir wollen die Landmassen erweitern, weil ich möchte mehr Häuser bauen. Oder ich will das Wasser erweitern, überall soll es fluten. Ja, also ich hoffe wirklich, dass das böse Team wirklich geil ist. Aber der Kopf des bösen Teams muss auch für mich ähnlich episch sein, wie ein Giovanni oder ein G-Cis oder irgend solche so richtig charismatische Banger halt. Die müssen richtig cool sein. Was man hier auch sieht ist, die Musik ist wirklich the next level. Also da erwarte ich viel, weil sonst, das war in manchen Spielen einfach nur nerviges Getreller, aber das macht schon, also hier steht im Prinzip, dass alles geil ist, wenn man es so nimmt. Und das hoffe ich auch. Ich hoffe auch, dass das wirklich geil ist. Und da sind wir wirklich gespannt drauf. Hier sieht man auch einige neue einige andere Charaktere machen einen Auftritt in dem Spiel und sie sind wirklich älter. Das heißt, im Prinzip, naja, man hat vielleicht ein paar Auftritte von irgendwelchen Charakteren, die man jetzt schon kennt. Ich denke mal, einige Kanto- und Johto-Charaktere wird man dort sehen. Vielleicht auch irgendwelche Gastauftritte von Charakteren, die sehr geliebt sind. Wie zum Beispiel Cynthia oder so. Aber das ist nun für mich nicht allzu wichtig. Was aber wichtiger ist, ist,
dass der Lapras Leak ein früherer Screenshot war, seit September und Oktober, wo das dann aufkam, falls ihr ihn nicht gesehen habt. Ich hoffe, ich habe ihn mittlerweile eingeblendet. Aber die Grafiken sind noch geiler und nicht wie Ultrasonnen, Ultramond, sondern sie haben eine dynamische Kamera und in den alten Leaks von den anderen hieß es ja auch schon, dass sich die Grafiken im Prinzip so ein bisschen einreiht zwischen Pokémon Ultrasonnen, Ultramond und Pokémon Tekken oder Pokken oder was auch immer. Das klingt schon mal ziemlich gut. Also ich finde schon, man sollte das ganze Potenzial der Switch ausschöpfen. Zudem soll dieser Screenshot von dem Handheld-System sein, der Switch, und nicht von der Docking-Version, wodurch es noch viel geiler eigentlich aussieht. Was auch wichtig zu erwähnen ist, ist, Gyms are back. Arenen werden wieder dort vorhanden sein. Wir haben 4 Arenen von den Kanto Islands, also im Prinzip von Kanto, und 4 von der neuen Region. Gut, damit muss ich meine Meinung von vorhin revidieren, dass das während des Spiels passiert, dass dieses Desaster passiert. Weil sonst gäbe es dann nicht so schnell 4 Arenen. Wo soll man die plötzlich hernehmen, wenn das gerade vor 2 Stunden irgendwo reingescheppert ist? Deswegen wird das schon vorher passiert sein. Und vielleicht wird es deswegen andere Charaktere wie Rot und Blau wieder dorthin bewegt haben, weil da jetzt was Krasses passiert ist. Die haben jetzt vielleicht Urlaub gemacht und dann hat es gescheppert. Oh, was? Wir sind in Alola, jetzt hat es herumgeballert in unserer Heimat, da müssen wir schnell zurückgucken. Fände ich schon ziemlich cool. Ich fände auch richtig cool, wenn die beiden Jungs dann eine Arena führen würden. Hier sieht man nun auch das, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Johto existiert immer noch weiter mit ein paar Veränderungen hier und da. Man kann es besuchen, aber es werden keine Arenen dort mehr sein, was ich ein bisschen komisch finde. Aber man kann in Johto eine bestimmte Route nehmen und sein Band mit den Pokémon verstärken. Was das nun direkt heißen soll, weiß ich nicht. Ich denke mal, das ist sowas wie eine Prüfung. Hier steht auch nochmal ein Trial. Es wird eine Prüfung, denke ich mal, sein für den Trainer und sein Pokémon, um seine Beziehung zu den Pokémon zu stärken, um vielleicht auch stärker aus der Geschichte rauszukommen, dass man vielleicht an gewissen Punkten einfach zu schwach ist für das Spiel und sich deswegen nochmal mit seinem Pokémon, also seinem Partner, stärkt. Ja, hier steht auch was Neues, und zwar die anderen Regionen sind zwar mit einigen Hinweisen vertreten, aber man kann nicht zu denen gehen. Also wissen wir bisher, man kann zu der neuen Region gehen, man kann nach Kanto gehen und man kann nach Johto gehen. Das sind die 3 Regionen, was ich schon mal ziemlich geil finde, dass man sowas einbaut wie zu Gold- und Silberzeiten, dass man in mehreren Regionen da nun existieren kann und sich auch frei bewegen kann. Das finde ich schon ziemlich cool. Das hätte ich mir auch schon eher gewünscht. Was auch lustig hier steht, das soll wahrscheinlich ein bisschen aufheitern, manche gehen davon aus, dass das Pokémon-Spiel, also das neue für die Switch, eine Tragödie werden soll oder ein totaler Fail. Aber er sagt, seid einfach ein bisschen geduldig. Ich bin schon mein ganzes Leben lang Pokémon-Fan. Die Spiele werden gut. Ganz oben hat er geschrieben, er riskiert seinen Job bei Nintendo. Ich weiß nicht, ob der nun wirklich bei Nintendo arbeitet. Das bezweifle ich. Aber man weiß ja nie. Aber er sagt auf jeden Fall, Leute, get yourself a Switch. Das würde ich auch sagen, wenn das Pokémon-Spiel rauskommt, ich habe sie ja nun, aber es ist definitiv worth. Es ist worth. Dann kann man richtig schön rausballern, die Videos zu der Switch und zu Pokémon. Was er auch noch sagt, ist ein kleines, nettes, naja, ich sag mal Anhängsel, weil das sich viele gewünscht haben. Er meint auch, dass Diamant und Perl in Remake-Version in Arbeit sind und dass die Pokémon-Spiele uns circa 2020 frühestens erreichen. So, das war's bisher mit den ganzen Leaks, die wir bekommen haben. Ich hoffe, euch haben die gut gefallen. Also, ich fand das richtig geil. Schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Und wir hören uns zu neuen Pokémon, Anime oder Game Stuff. Euer Otaku Xetra verabschiedet sich und wir hören uns beim nächsten Mal. Also, bis dahin und macht's gut. Bleibt fruchtig.